Lettland gegen Russland, anders ausgedrückt klein gegen groß. Und das kann man durchaus wörtlich nehmen. Das kleinste Land bei dieser Weltmeisterschaft trifft auf das größte. Die Favoritenrolle also klar verteilt. Aber die Letten haben das sehr geschickt gelöst, haben die Russen nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und dann der erste Unterzahltreffer, den die Russen in diesem Turnier einstecken mussten. 5 Letten gegen 3 Russen und Oskars Cebulskis mit dem 1:0. Hielt allerdings nicht allzu lange, 27 Sekunden nur gespielt im zweiten Drittel. Und die Russen mit dem Ausgleich durch Dmitri Orlov. Wunderbar vorbereitet durch Blatnikow. Und dann ein knallharter Schlenzer ins Kreuzeck. Kurz darauf dann die Russen mal wieder in Überzahl. Das große Problem der Letten, die Disziplin. Das lassen sie sich nicht nehmen. Nikita Gusev trifft aus Spitzenwinkel ins leere Tor. Kucherov und Dadonov, die Vorbereiter dieses tollen Treffers. Und wie gut sie technisch ausgebildet sind und wie schnell es gehen kann, zeigt das 3:1. Ein Pass von Anisimov auf Nikita Kucherov, der sich an die Spitze der Scorerwertung setzt. Tolles Solo, ein bisschen unterstützt noch. Und es steht 3:1. Das dann auch der Endstand. Russland mit einem Arbeitssieg gegen Lettland.